Guten Tag, liebe werte Community. Wir sind wieder dabei bei Ultibeck. Und es ist eine längere Zeit vergangen, wie man oben auch sieht, an den Tagen. Und ich habe viel zu zeigen. Nämlich den Ranch. Gut, und das war's dann auch gewesen für heute. Alter, so blöd. Nee, ich habe wirklich viel zu zeigen und die Hitze ist endlich vorbeigezogen und jetzt kommen auch wieder regelmäßige Videos, denn bei der Hitze wollte ich nicht rendern und erst recht nicht aufnehmen, denn die Aufnahmen, die ihr gesehen habt, die sind alle noch vor der Hitzewelle entstanden. Jetzt zum Glück bei uns wieder abgekühlter und das passt eigentlich. Ja, hier hat sich eigentlich nichts geändert. Hier, die, ich weiß gar nicht, den Kerzen habe ich das, ja, wird das noch gezeigt, ist so eine Zeit vergangen. Hier draußen sehen wir zumindest Gummibäume, das ist auch schon die erste Sache, aber gehen wir erstmal in das Schlafzimmer. Hier sieht man, wie schön, was sich getan hat. Hunde habe ich gefunden. Noch gezüchtet. Der Kollege ist groß geworden. Also natürlich mit Lapis-Lazuli-Halsband schön blau. Hier ist ein Flügel, die kann man spielen. Nee, nicht wirklich. Ist halt Deco-Craft. Einfach so als Deko halt. Dann hier so eine Wanduhr und so weiter. Also eine Tischuhr, ja. Dann hier Betten, zwei Stück. Hier halt alles ausgeleuchtet. Im Keller gucken wir später. Hier endlich Druckplatten. Gucken wir draußen. Ein Gartenzwerg. Ein Weg. Aber wir gucken auch erstmal hier. Gummiholz habe ich mal ersetzt, das Ganze. Weil wir brauchen kein normales Holz mehr. Und guck mal, wie viel Holz wir haben. 15.000, wenn wir auf Rubber eingeben. 15.000 Gummi. 14.000 Gummi und 15.000 Gummiholz. Das ist sehr geil. Hier gibt es ein Gartenzwerg, einen Weg. Hier einen Blumenpott. Dann ein Gartenflamingo. Und hier ist alles. Alles neu. Da fängt gleich der Peter Fox an zu singen. Hier mit den Kürben und der Parkbank, also vielen Parkbänken hier, das super geile Detail mit dem Waterbucket unten drunter. Alles hier mit Carpenters Dingens und schön gechiselten Torches. Auch schön schwarz gehalten, das ist Black Cobblestone, dürfte das sein. Und hier auch mit schön mit Chisel Dirt drunter gepackt. Hier alles mit Kieswegen, das sind hier unsere Farmen hier. Weizen, Karotten, das dürften Kartoffeln sein hier, ja. Und Cotton, und hier sind meine kleinen grünen Kakteen. Und die wachsen nicht mehr am Balkon, sondern die wachsen jetzt schön in Reihe und Glied. Und ja, das wäre es eigentlich zum Offscreen-Teil. Hier oben. Das musste einfach mal sein. Das war schon Ewigkeiten, wo ich das gemacht habe. Ja, hier hat sich eigentlich nichts getan. Ich hätte hier mal Blinds aufgehängt, aber die haben geruckelt wie so. Hier unten sehen wir auch schon eine kleine Änderung. Hier ist jetzt unser Obsidian-Golem und hier kann man durchgehen. Das, was ich ganze Zeit machen wollte. Weil es sah einfach extrem scheiße aus, dass die wirklich mitten in der Wand drum standen. Und das sieht doch jetzt ziemlich notgeil aus, würde ich sagen. Die FPS sind relativ niedrig, das liegt ja an viel, viel Maschinen. Die Fackel ist ja mal mehr als unnötig hier. Warum ist die Fackel da gewesen? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Das ist halt auf jeden Fall die Änderung jetzt, die ich zeigen wollte. Und ja, das ist doch eigentlich ganz annehmbar, würde ich sagen. Gut. Der passt sogar durch, das ist ein LOL. Das ist LOL. Ja, was ich hier aufgemacht habe, ist schon das Flitlight. Dafür brauchen wir Iron. Ja, vier Stück. Dann brauchen wir drei Glas. Ein Redstone. Und ich glaube, das andere ist doch ein Eisen und. Nee, ein Gold Nugget. Gold. Wir haben noch Gold Gravel Ore. 42, natürlich die beste Anzahl. Kommt alles in Pulverisierer. Wir brauchen unbedingt Gold. Und Glowstone brauchen wir auch. Oh Gott, das... Ja, weg damit. So, zack. Rup. Ich weiß nicht, wie viel Glowstone das werden kann. 16, und dann machen wir hier noch was draus. Ja, alles in den Pulverizer, das ist richtig gut. Rio Pulverizer. So, wunderbar. Und dann können wir hier craften. Das werden wir noch verkraften. So, hier erstmal so ein Ding. Ja, wir brauchen hier erstmal nur eins. Wegen Goldnugget auch. Und dann können wir uns ein Flutlight machen. Ja, schön. Und wir tun es hier dran. Löl. So, Fackeln ab. So, jetzt ist auch der ganze Keller ausgeleuchtet. Ist das nicht super toll? Ich glaube, der Abstand ist nicht symmetrisch, aber darauf kacken wir jetzt heute mal. Denn es ist einfach hell. Und der Obsidian-Golem ist doch nicht so unnötig. Nämlich der einzig wahre Chris, der hat mich darauf hingewiesen, dass der werte Herr ja einen Zombie vermöbelt hat. Da hat er ein gutes Auge bewiesen, denn da
war ich gerade in so einem Crafting-Interface, also in einem Pulverizer-Interface war ich eher. Und da habe ich dann nicht gesehen, wie er einen Zombie vermöbelt hat. Deswegen ist das doch nicht so unnötig, wie ich mir dachte. Und wie man hier sieht, Fluix-Crystals, wir nehmen sie mal raus, 99%. Das werden wir, glaube ich, noch in dieser Folge miterleben. Ich weiß nicht, manche haben ja gesagt, es ist nicht genau mittig auf einem Block oder kann das noch länger dauern. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ja, und das ist doch mal ganz nett, die ganze Sache. Was wir jetzt machen wollen, ist natürlich aus der Baumfarm ein bisschen Kapital schlagen, weil wir können ja mal gucken, was wir aus Rüberwood machen können. Aber als erstes, was ich immer vergesse, Reliquary. Wir bauen uns eine Reliquary. Nee, Coin of Fortune. Oh, fuck. Ja, Ender. Auflöser hat sich gerade verstellt. Gut. Müssen wir uns aufheben. Gucken wir jetzt mal nach Rubberwood. Was können wir aus... Okay. Rinde? Das Rinde kann man wieder Rubberwood machen. Boah, die Rinde lohnt sich ja total. Ja, Assembly Table, Bullshit. Jungle Wood Planks. Extraktor. Ich fahre gerne mit dem Extraktor. What the fuck? Warum geht das nicht mehr mit der, ja, Eloise wird ja toll. Holzkohle ist ja auch doof. Warum geht das denn nicht in der Sawmill einfach? Scheiße. Extractor. Energy Extractor. Ja, das ist doof, dass das nur mit EU geht. Oh, Extractor, ja, scheiße. Ah, Thermal Science, stimmt. Die fügen ja auch so einen Extractor hinzu, aber der hat kein Crafting-Rezept. Vielleicht müsste ich jetzt mal updaten. Vielleicht gibt es ja ein Update. Das ist sehr schade. Gar keine. Oh, fuck. Das ist schade. Ja, nee, er hat keine Rezepte. Oil Extractor, ja, Galactic Craft. Hoffentlich finden wir dieses Öl von Galactic Craft. Da können wir auch mal zu den alten Planeten fahren. Fliegen eher mit Dingens Force Space. Ja, aber dann können wir doch mal gucken. Was wollte ich denn machen? Genau, wir wollen mal Dimlet Researcher. Wir wollen mal eine UI-Öffnung machen. Ach, ein Unknown Dimlet müssen wir dafür verschwenden. Das macht ja nichts. Machine Frame. Oh, das ist ja ein lustiges Rezept. Gut, machen wir uns hier die ganzen Gold-Nuggets. Dimlet Researcher, weil wir haben ja ganz viele davon. Also nicht so viele, aber schon ein bisschen. Quarzstein. Ja, Stein nehmen wir auch mal die 20 hier. Quartz haben wir auch relativ viele. Ja, nehmen wir mal einen Stack. Dimlet Researcher, dann nehmen wir noch einen Stack Redstone. Ja, die 2 können wir auch nehmen. Dann brauchen wir ja noch eine Torch oder so, wie das aussieht. Stick, alle 38. Oder 30 zumindest. Dann Eisen. Die Musik ist auch arschleise, ich weiß auch warum. 25. So. Dim, dim, dim. Ah, 20 Dimlets, ja, wir können die 20 Dimlets. Die können die alle herausfinden. Okay, keine Ahnung, warum die sich nur zu 16 stacken. Egal, alles rein. Dimlet Researcher, erstmal einen Machine Frame. Ah, wir haben nicht Lapis. Shit. Da haben wir auch schon genug von. Wusste gar nicht, dass wir so viel Lapuzuzuli haben. So, ein Machine Frame, clear. Dimlet Researcher, haben wir die Dinger. Das geht ja auch mit dem hier. Eine Redstone Torch fehlt, okay. Wir brauchen ja auch 6, oder wie ist das, ne? Ja, wir brauchen davon. Ja, fort damit. Stein hat er schon erkannt. Kluges Gerät. 2 davon, clear. Dimlet Researcher dürfte passen, ne? Ja,
einmal. Clear und alles. Ja, 16:16. Können wir einfach hier hinsetzen. Schön erstmal mit Energie füllen, das ist natürlich klar. Zack, wir können den Kram hier wegwerfen. Und wir haben ein bisschen UI-Überraschung. Ja! Open Manual, GUI-Style, Flat, Bevel, ja, lass das Flat. Ob man sogar einen Style auswählen kann. So, das erste Dimlet. Es wird Rarity 2 Liquid Glyphosate Dimlet. Dimlet. Lustig. Dr. Dimlet, jawohl. Das ist ein scheiß Name. Und es wird Biome Eerie. Oh, ja, das ist natürlich scheiße. Das nächste. Biome Snow Desert Dimlet. Ach du Scheiße, das ist doch total scheiße. Liquid Bromine. Also ganz viel mit Minecamp. Hier kann man natürlich sehr viel Pech haben, weil Minecamp hier drin ist. Man braucht es vielleicht nicht. Nether Ferris Ore. Haha. Wir werden keine Nickel-Probleme mehr haben. Ist das gut? Gucken wir mal. Nether Ferris. Schon wieder. Oh Gott, ich komme hier auch oft drauf, diese, ja. Einfach mal viel Pulverized Ferris. Und da können wir ganz viel Ingwer draus machen. Löl. Das war gut. Gut, dann machen wir das weg. Mob Chicken. Gut, Hühnchen können wir auch kriegen. Nether Titanium. Oh, Alter. Ist das krass. Wofür braucht man das? Ganz viel Galacticraft, okay. Das ist bestimmt das Beste da bei Galacticraft. Ja, naja, geht so. Aber kann man sich ja nicht. Also, ich beklag mich definitiv nicht. Noch eins. Sacred Springs. Oh, wie toll. Potassium Dichromate. Ja, keine Ahnung, wie gut das jetzt ist. Petrion Locus Lee. Petrion, ist das jetzt. Meine ich das Petrion? Petrion Dimlets are in honor of a player and add purely cosmetic features to dimensions. Oh, wie toll. Hier ist. This Dimlet controls the biome. Sehr gute Biome, ist mir scheißegal. Liquid Turd Butylithium. Was auch immer das ist. Biome Firefly Forest. Twilight Forest. Steel Aubrey Busch, dein Ernst? Das muss ja so lecken. Oh, Gesundheit. Wie doof. Nether Ruby Ore. Okay, Rubine haben wir auch. Twilight Forest. Mob Chicken, oh Gott. Bitte was Gutes. Biome Tiger Hills, so scheiße. Biome Savannah, komm das letzte. Sucrose, da können wir ganz viel Zucker machen mit Minecam. Naja, okay, schon mal eine lustige Ausbeute, kommt alles da rein. Ja, also sehr lustige Sache, ein bisschen UI-Öffnung. Wie so ein Case-Opening ist das ja echt schon lustig. Also wir haben einiges Gute bekommen, also vor allem, Ferris hat mir am meisten gefallen. Ich weiß nicht, kann man irgendwie Dimlets nicht auch herstellen mit so einem ganz arschteuren Rezept? Unknown Dimlet vielleicht? Ach, Dimlets geht gar nicht. Empty Dimension Tab. Ja, mit RF-Tools können wir natürlich auch anfangen. Wir brauchen allerdings noch ein bisschen Energie für. Und ich denke mal, wir machen jetzt noch ein paar Solar-Panel-Upgrades. Das wäre ganz geil. Wir gucken nochmal nach Solar-Flux. Dann machen wir nämlich nochmal ein paar erste Panels. Eisen und Glas. Also jetzt können wir ja wirklich auf den Putz hauen. Iron. Ja. Und Glas. So. Jetzt können wir ja wirklich Mirrors am laufenden Band machen. So, Mirrors. Zack.
Ja, das, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? 64 Stück erstmal. Und dann brauchen wir genug Holz, was wir haben. 6000. Und Redstone haben wir auch. Ja, 3 Stacks von jedem, das dürfte auch reichen. Ja, komm, da können wir jetzt hier eskalieren. 21. So, erstmal alles reinlegen wieder. Habe ich jetzt aus Versehen das wieder reingelegt? Anscheinend. Soul. Was? Ah, die sind noch hier. Ich habe mich schon erschreckt jetzt hier. Es sind nur noch einige auf dem Dach. Ich denke mal, das dürfte doch passen, wenn wir die jetzt abbauen. Oh, erstmal ratzen gehen. Hui, wir sind auf Peaceful, glaube ich. Das müsste man natürlich auch mal ändern. Müssen wir mal mit Tickers Konzert anfangen. Also, mal ein vernünftiges Schwert machen. Die sind fertig. Ha, ha. Ja gut, dann wissen wir auch, was wir in der nächsten Folge machen. Ja, sie sind fertig. Endlich, nach Milliarden Tagen warten, ist es denn schon fertig. Ich habe wirklich viel auf Screen gewartet und die Baumfarm angeguckt. War aber irgendwie beruhigend. Reception Coils brauchen wir dafür. Gold. Redstone. Gut. Craften wir uns den Kram. Am besten auch oben. Das noch ein Stück schneller. Wie viel können wir denn daraus machen? Wir gucken erstmal. Genau 3. Peace, genau 3. So. 3 Stück. Gut, haben wir wieder 3 Stück. Und das war schon ziemlich viel Verbrauch eigentlich. Aber wir kriegen umso schneller Energie. Das ist doch auch super geil. 3 Stück. Ja, dazu bekommen. Ey, komm, Sprinte. Zack, zack, zack. Und hier dran auch. Jo, die Dinger sind doch ganz schön. Und wir haben endlich die Fluid Crystals. Ist das gut? Schön. Ja, da haben wir es eigentlich locker geregelt hier für diese Folge. Automatisierung wäre hier natürlich ganz geil, aber dass man aus dem Rubberwood gar nichts mehr machen kann. Das ist echt schade. Was kostet denn die Precision? Precision Sawmill. Nimmt das auch erst? Öffnet das so ein Ding noch nicht an, oder? Wir müssen sowieso mit Dingens anfangen, mit Mechanism. Also das ist. Also ich finde das sowieso doof, dass das immer unterschiedliche Energieformen sind. Die sollen sich mal auf eine Sache einigen. Dieses kaputte Industrial Craft EU-Netz ist ja auch ziemlich beknackt. Mittlerweile kann man ja an der MFSU ja jede Maschine anschließen, weil die das nicht gefixt bekommen. Also es ist aus seit 1.5, glaube ich, ist Industrial Craft aus dem Experimental-Zustand auch nicht mehr herausgekommen. Aber das ist ja richtig gut, wenn man hier mal guckt nach Liquid. Oder einfach das Nether ist auch sehr gut, dass wir das bekommen haben. Nether Ruby Ore zum Beispiel. Das ist... Put these dimlets before the thing you want to change. Ja, genau. Das werden wir noch sehen bei RF-Tools. Dass man halt das da ersetzt alles. Titanium Ore. Tick-Cost. Das ist ganz lustig, ja. 8000 RF pro Tick. Ich denke mal, das ist gar nicht mehr so viel. Wenn wir uns unsere Dingens mal angucken. Also wir dürften damit klarkommen. Zum Abschluss können wir noch gucken, was hier der Pulverizer gemacht hat. Cinnabar, auch sehr geil. Gut, zack, zack. Der kann da auch schön reingehen. Cinnabar können wir uns auch nehmen. Und wir können auch schon mal nochmal einen ganzen Stack... zack, noch einen ganzen Stack Eisen in den Pulverisierer werfen. Damit wir auch immer schön Erze haben. Das ist doch auch schön. Ja, nee, das war doch eine lustige Folge, würde ich sagen. Mal nicht so endlos lang wie die anderen Folgen alle. Aber das muss es ja auch mal geben. Hier ist so das Blut drin, das müssen wir auch irgendwann mal leer räumen. Ich glaube, ein ganzer Eimer dürfte das für das voll werden, glaube ich. 1000 MB müsste ja einen B geben, also einen Bucket. Hier ist auch nichts mehr drin. Ja, das wäre es eigentlich auch gewesen für die Folge. Haben wir noch ein bisschen die Offscreen-Änderung gezeigt. Wir haben viele Dimlets analysiert. Vielleicht werde ich ja noch ein paar finden zur nächsten Folge. Und da können wir uns in der nächsten Folge das ME-System endlich anlegen mit den Fluix-Kristallen. Hoffentlich reichen die auch, aber wir haben ja 8 Stück.
Und wir haben lange gewartet. Hoffentlich wird sich das dann im Endeffekt alles auszahlen für uns. Na gut, das soll's für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.